Liebe Sprembergerinnen, liebe Spremberger, der Wochenkommentar heute einmal live von der gerade neu eröffneten Südanbindung des Industrieparks Schwarze Pumpe. Wenn Sie sich alleine die Entwicklung ansehen hier im Industriepark Schwarze Pumpe in den letzten Jahren, dann ist es so, dass diese Region nicht nur Chancen hat, sondern diese Chancen auch nutzt. Und deswegen ist auch heute dieser Anlass hier ein ganz, ganz wichtiges Signal. Bessere Bedingungen für die hier ansässigen und zukünftigen Industriebetriebe und eine Verbesserung der Lebensbedingungen unserer Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Schwarze Pumpe. Was wird in dieser Woche noch Wichtiges passieren? An dieser Stelle noch einmal die Erinnerung an die Einwohnerversammlung am 3. September auf unserer Freilichtbühne, wo es um das Thema geht, Windräder im Stadtwald. Ich werde die rechtlichen Rahmenbedingungen noch einmal erläutern und werde es hoffentlich leicht verständlich rüberbringen, dass die Lösung, die jetzt in der Umsetzung ist, die beste ist, im Übrigen auch gerade für die Anwohner. Denn wer möchte schon das Risiko eingehen, dass dort viel mehr Windräder errichtet werden und dass sie vor allen Dingen noch dichter an die Wohnbebauung heranrücken? Sie können sich darauf verlassen. Auch ich persönlich habe natürlich das Wohl der Bürgerinnen und Bürger an allererster Stelle im Blick. Aber darüber wird zu reden sein. Und ein weiterer Höhepunkt am Freitag, da kommen bestimmt viele Sprembergerinnen und Spremberger hin, da wird die neue Rettungswache in der Lustgartenstraße eingeweiht. Wir sehen uns also. Immer an der Idee dran geblieben, alles umgesetzt und heute auch noch so ein tolles Fest hier organisiert.